Mein Allergeilster, mach dir bitte gar keinen Stress. Mach dir bitte absolut gar keinen Stress, weil Stress ist nicht dazu da, sich Stress zu machen. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein stressiges Silvester wie dieses Jahr. Wir waren gerade in diesem Restaurant wirklich, wo wir halt einfach mal kurz Abendessen wollten. Und die sagten uns halt einfach kurzerhand: Guys, sorry, we have no alcohol. We don't sell it tonight. But if you wrong, you can order the steak like 20 times to fill the amount. Und jetzt haben wir gerade eben auf letzten Drücker nochmal 4 Plätze in einem anderen Restaurant gebucht. I love you all. I love that you like my content. And I love that you like my content. And I love that you like my content. And I love... Meine Allergeilste, Ron ist am Trampen. Guys, we just figured out another big idea. I found the outfit for tonight. The name is of the outfit. Ibuprofaxe. Ibuprofaxe. Datenprofil. So kann man in den Zoom gehen, oder? Which name's the reservation? Ibuprofaxe. In the Medikamenten segment, there is one Medikamente missing. And the name of the Medikament is... Ibuprofaxe. Mama, ich weiß, dieses Video, was ich gepostet habe, wo ich nüchtern war, nervt dich. Aber Mama, mach dir bitte gar keinen Stress. Ich hab Ibuprofaxe genommen. Ich hab Ibuprofaxe. Ibuprofaxe. Niemand hier an diesem Tisch hat wirklich Bock zu feiern, außer Ron und ich. Ich glaube, die wollen, dass wir gehen. Ron ist gerade noch am Rechnung bezahlen und es gibt diverse Probleme. Okay, so, is it possible to order 100 more Compagnon? Mein Allergalaktischster, was war da denn los? Mein Allergalaktischster. Die Regenrinne haben sie jetzt nicht so gut gesetzt, oder? Wisst ihr, was ich gar nicht mag? Wenn ein Schuh halt nass ist, dann muss der zweite Schuh auch nass sein. Wir haben uns gesagt, lass uns in die Sonne bitte fahren. Mein Allergalaktischster. Ibuprofaxe. Liebe Leute, wir waren gerade mit Marc in einem Uhrenladen. Ich finde, du solltest deinen Followern und deinen Kunden auch mal irgendwo eine gewisse Dankbarkeit zeigen. Verstehe ich gar nicht, was da los ist. Schon wieder eine neue Uhr. Es ist unglaublich. Merkt euch dieses Gesicht. Marc hat, glaube ich, ein wenig den Bezug zur Realität verloren. Marc hat uns spontanerweise zum Buggyfahren eingeladen in der Wüste, aber es regnet. It's a little bit muddy. Ist links die Bremse oder rechts? Weißt du noch, als wir bei Revi waren und du den Skateboard-Trick gemacht hast? Ja. Is there also the way to the hospital? Yeah. Alter, bleib sogar drauf. I have everything under control. Let's go. It's under control, guys. Ron, wie gefällt's dir? Ah, chillig. Wand. Naja, und wisst ihr, liebe Leute, in der Gegend, wo wir so unterwegs waren, hieß es eigentlich immer: Sorry guys, we are fully booked out. Good evening, sir. Good evening. I am looking here for a nice seat in your etablissement. Oh, do you wanna see the film? Absolutely. No problem. Oh, this is very nice. When you want to see the film? If it's possible, I mean, I would take the seat right now. Right now? Oh, yes. Oh, unfortunately, as you can see today, we are fully booked out. Thanks, sir. I will book the table in the next year. Wir reisen weiter nach L.A. Mein Allergeilster. Bis vor einer Stunde saß Ron noch ganz entspannt auf seinem Sitz. Alter, ich hab noch Sand in den Schuhen von der Wüstenerfahrung. Ich stress mich gerade so krass. Sagt euch der Fly High Club was.
Der Fly High Club ist der Club der Leute, die in der Luft sozusagen Geschlechtsverkehr haben. Ich habe hier bei mir auf dem Tisch gerade ein unverbindliches Angebot liegen. Einfach nur, um die Erfahrung zu machen. Ron, ich bin dabei. Ich habe seit 3 Minuten nicht geblinzelt. Hat er halt wirklich nicht. Liebe-Profile gesehen. Have a good fly. Liebe Leute, das war es mit dem FLOG für heute und der LA-Content hat noch nicht mal begonnen. Auf euch kommt noch jede Menge Scheißgelaber zu. Wir haben hier noch ein paar neue Gäste zum Einreisen bekommen. Alles klar. Ich freue mich auch am Start zu sein. Hi. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele FLOGs hier entstehen werden, aber seid auf gar keinen Fall gespannt. Wenn euch dieses Scheißvideo nicht gefallen hat, lasst den Daumen auf gar keinen Fall ein Video nach oben da. Und falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann... Where's my husband? Der Ausblick ist von Arsch, oder? Ja. Lass uns bitte zurück nach Deutschland fliegen.